Ronny-Sicherung. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Angebissen. Heute die versprochene Runde mit den Snacks und Süßigkeiten aus China. Habe ich bis jetzt ja noch nicht geschafft gehabt. Beim letzten Mal war das Video schon zu lang. Heute machen wir das und zusätzlich haben wir uns dafür nochmal ein paar andere Sachen bestellt. Und zwar solche Suppen. Es soll wohl Hotpot sein, das heißt eigentlich heißes Wasser, wo man die Fleisch- und Gemüsesorten dann reinmacht. Das heiße Wasser hat auch schon ein bisschen Geschmack, gibt es auch in scharf. Wie das jetzt hier aussieht, scheint es teilweise auch scharf zu sein, weil hier so eine Flamme mit drauf ist. Mal gucken. Sind verschiedene Sachen. Damit fange ich mal ganz kurz an. Wir gucken mal kurz rein, hauen das heiße Wasser drauf und dann kümmere ich mich um den Rest. Und in der Zeit darf das vor sich hin köcheln und dann bin ich gespannt, ob das denn auch mundet. Das mal zur Seite, dann machen wir das mal auf. 425 Gramm. Das ist mal nicht gerade wenig. Mal auf. Oh, steht sogar auf Deutsch drauf. Vegetarischer Hotpot. Scharf. Yumai. Das ist wohl dann das Gewürz. Das ist was anderes. Okay. Das ist bestimmt das Pulver denn. Dann haben wir hier Tuch noch. Oh, noch mehr. Wie geht denn das jetzt? Ist da eine Anleitung für? Heating Bag. Ich brauche jetzt wirklich eine Anleitung, um hier ein bisschen Futter warm zu machen. Das ist ja auch krass. Okay, eine Anleitung gibt es dazu nicht. Wir tendieren jetzt dazu, dass man heißes Wasser hier unten oder Wasser hier unten reinmacht, dieses Heizpad unten reinsetzt, das oben drauf packt, da wiederum auch nochmal Wasser reinkippt und dann eben die Cerealien und Kreatialen, was weiß ich, wie das alles heißt, dann damit reinpackt. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal so. Ob es richtig ist, das sehen wir, wenn das Licht angeht. So, auf dass dieses Experiment auch glückt. So, hier auf der unteren Becherhälfte ist auf jeden Fall eine Markierung, bis wohin das Wasser soll. Das mache ich jetzt halt eben mal. Dann machen wir eben dieses Heizpad mit rein. Das reagiert dann bestimmt auch. Das sind Stäbchen. Ah, dann kippen wir hier oben einfach auch noch mal ein bisschen Wasser rein. Mal gucken, was passiert. Machen wir das hier mal auf. Alter Schwede. Na, wenn das nicht mal reagiert, dann weiß ich auch nicht. So, okay. Okay, das ist schon mal das Gemüse. Ich mache das jetzt mal einfach mit der Gabel so rein. Mal alles reinkippen. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen viel. Ah, ich kippe doch alles rein. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So. Dann auch das, was auch immer das ist. Das werden auf jeden Fall Nudeln sein. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser rüberkippen, aber das ist nicht so schlimm. Dann beiß mal so rein. Könnte Nudel sein. Ist, weiß ich nicht. So, das lassen wir mal ganz kurz so. Dann muss hier noch ein bisschen Öl mit rein. Da bin ich jetzt eigentlich nicht so der Freund von. Dann kippen wir das hier auch mal mit drüber. So. Dann haben wir hier noch irgendwas anderes. Das rupfen wir jetzt einfach mal. Oh, jetzt habe ich ölige Finger von dem bisschen da anfassen, ey. Das ist auf jeden Fall schon mal mit Würze, Soja und anderen Dingen. Ich glaube, ich werde mir jetzt richtig tierisch den Mund verbrennen. Das sieht ja gut aus. Hotpot aus der Hosentasche, ey. Das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so geht. Schon gut würzig. So, das Chili-Pulver hebe ich mir mal auf zum Nachwürzen. Das ist jetzt schon auch nicht ganz ohne. Und weil das ja China ist, Stäbchen zum selber bauen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist natürlich auch sehr klasse.
So, das geht schon. Okay, rühren wir das Ganze mal ein bisschen um. Ich glaube aber, ein bisschen Wasser muss ich hier noch drauf machen. Gut, jetzt muss das Ganze natürlich noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Ich mache mal den Deckel drauf und lasse es vor sich hin köcheln, denn es ist ja Hot Pot. Und ich würde sagen, immer wenn wir mal kleine Pakete haben, die nicht so lange dauern, werden wir eins von den anderen einfach nochmal mit öffnen und das zusätzlich machen. Ich glaube, das hält die Spannung aufrecht. Wie nennt man das in Filmbereichen? Cliffhanger. So, dann packen wir das mal hier hin. Okay, ich fange jetzt einfach mal hier an. Bei Keksen. Höchstwahrscheinlich. Oder Gebäck. Ach, wie das vor sich hin blubbert, ey. Krass. Mann, das ist nichts für mich, so ein Friemelscheiß. So. Dass es mal so heftig eingepackt sein muss. Okay. Dann haben wir hier endlich mal gelüftet ein Stück. Werden wir gleich rausfinden, was es ist. Sieht nach Blätterteig aus. Oben drauf Salz, Zucker und Mandeln. Also jetzt ist nichts Ungewöhnliches, nichts Unbekanntes. Also einfach so Blätterteig oben gesüßt. Dann halt eben so ein paar Mandelstückchen mit drauf. Aber oh, das ist lecker. Zum Glück sind da ein paar mehr drin. Sehr cool. Das hebe ich mir zum Schluss auf. Nehmen wir mal das hier. Irgendwas wahrscheinlich ein bisschen scharf. Ist jetzt ein bisschen weich. Muss man irgendwie auch von unten aufmachen. Okay. Hier sind einzelne Tütchen jetzt drin. Das heißt, da wird es wohl ein bisschen flüssiger oder... Oh, das jetzt sieht auch ölig aus. Oh, das riecht schon scharf, ey. Das riecht schon extrem scharf und würzig. Ich tendiere zu Ei und halt eben Gewürz, aber richtig Gewürz. Also das ist schon ordentlich scharf. Aber ja, sehr, sehr würzig, sehr, sehr scharf für meine Begriffe. Andere lachen da wahrscheinlich drüber, aber weich, bissfest. Also ich kann jetzt nicht sagen, was es sein soll. Ich tippe auf Ei oder irgendwas, aber ob das so lange haltbar ist. Na gut, ich meine, die machen ja auch tausendjährige Eier. One Town, One Flavor steht drauf. Eine Stadt, ein Geschmack. Schwer zu sagen. Aber ordentlich scharf. Oh, und richtig, richtig würzig. Ich glaube, nächstes Mal bringe ich mir ein Glas Milch mit. Soll ja besser sein. Also, sehr cool, sehr scharf, sehr ungewöhnlich. China. Somit kann man das, glaube ich, beschreiben. Dann haben wir noch die Merry Christmas Karte, die hatte ich beim letzten Mal schon vorgelesen. An diesem Punkt nochmal vielen, vielen Dank, Jamie, fürs Zusenden. Thank you very much. Und dann gibt es hier noch eine weitere Keksdose. Ah, diesmal scheint es zu klappen. Na, fast. Zu früh gefreut. Aber ihr könnt es jetzt zumindest mal... Offen ist es. Das ist auf jeden Fall fest. Riecht jetzt irgendwie nicht, ist aber irgendwie so leicht glasiert. Jetzt wieder eine verflucht gute Frage, was ist es? Was steckt jetzt hier in der Mitte drin? Süß ist es nicht, aber es sieht jetzt aus, als wäre das ein Stück Shrimp oder so. Lässt sich schwer sagen, aber die haben eigentlich einen markanten Geschmack, aber es ist auch so ein bisschen nussig wiederum. So aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, was es ist. Also es schmeckt auf jeden Fall gut, aber ist jetzt so
was zum, vielleicht auch für einen Kaffee oder so, ich weiß nicht, haben die Chinesen Kaffee getrunken? Ja, doch, eigentlich auch. Auf jeden Fall sind hier Nüsse drin und irgendwas in die Richtung. Wir gucken jetzt am besten mal nach. Chinesisch ins Englische. So. Das ist übrigens von Macau, das hat sie mir empfohlen, da bin ich aber selber nicht hingekommen. Handletter. So, jetzt mal gucken, ob wir das irgendwie ansatzweise übersetzen können. Vacation Chicken, Bakery Pastry. Also es soll mit Hühnchen sein. Wheat Flour, Maltrose, Pork, mit Schwein sogar. Kürbiskerne, Vegetable Oil, Eggs, Spice, Likör, Garlic, Knoblauch. Da ist auf jeden Fall alles irgendwie drin. Und das als Gebäck, das versucht mal deine Zunge zu erklären, was ich hier gerade gegessen habe. Das ist ja mal geil. Ja, also wie gesagt, kein klassisches Gebäck. Nichts in die Richtung, sondern wirklich so ein bisschen würzig irgendwie auch. Also ich kann es nicht beschreiben. Ich meine, gut, mir brennt eh gerade noch der Mund von dem ersten da, aber das ist mal sehr, sehr, sehr interessant. So, nehmen wir das nächste. Das ist auf jeden Fall mit Pineapple, mit Ananas. Das steht ja auch drauf, Pineapple Cakes. Auf Ruppe! So, auch du darfst dahin, da gehörst du nämlich hin. So. Bleiben wir mal hier, ist schon ein bisschen zerfallen. Das riecht schon wieder sehr süß und nach Teigmandel. Ist fest. So eine Art Gelee in der Mitte. Und klebt in die Zähne. Und schmeckt nach Ananas. Aber irgendwie auch nur dezent. Das ist jetzt nicht so kräftigen Geschmack. Aber im Nachgeschmack merkt man dann, dass es halt eben Ananas ist. Das ist auch interessant. Sehr, sehr, sehr lecker. Und das bröselt. Also ich muss sagen, nice. Aber das ist jetzt wieder so ein Zeug, da muss man irgendwas zutrinken. Also wahrscheinlich dann auch irgendwie so für einen Kaffee oder so. Ich weiß nicht, ob die das einfach so essen. Das habe ich leider nicht rausgefunden, konnte ich nicht. Muss ich wohl beim nächsten Mal nachfragen. Ich hoffe, es kommt nochmal dazu. Dann haben wir hier ein Bonbon. Oder ein paar Bonbons. Und die sind auch wieder so zugeklebt. Nö, diesmal nicht, Kollege. Diesmal nicht. Eine Ronny-Sicherung. Ich will auch nur kosten. Muss das mal so aufwendig sein. So, offen ist es. Die sind ja niedlich. Ist, glaube ich, gleich fertig. So, schon wieder so. Da haben wir's. Ja. Jetzt sagt mir mal, aus dem Stegreif, wenn ihr nicht wisst, was ist es? Oh, das riecht wie Trockenfleisch. Rind. Das sind keine Bonbons. Das ist Trockenfleisch. Ist ja der Burner. Mmh. Das ist ja der Hammer. Warum packen die das ein? Können die das nicht im Stück lassen? Dann kann ich mir das gleich alles reinziehen. Das bin ich ja die ganze Zeit hier nur am Aufmachen. Oh, das ist geil. Das ist der Hammer. Mad Words. Verrückte Worte. 50 Fragrance. Ach nee, 5 Flavored Beef. Ja, das schwankt hier gerade zwischen der Übersetzung hin und her. Other Dried Meats. Da steht dann aber unten in Klammern, mal nicht in Klammern, Rind, Puff Crystals, Hühnchen, Sojabohnen, Ei, Maltrose, Glukose und noch andere Sachen. Und das schwankt hin und her. Okay, ich lag auf jeden Fall richtig, aber ich hätte nicht gedacht, dass man Trockenfleisch so geil einpacken kann, dass man denkt, es wären Bonbons. Das ist mal total krass. Oh, da weiß ich, wer die alleine auf ist. Ich kriege keiner was von ab. So, und wer sich fragt, warum ich mir das hier zum Schluss aufheben wollte, das sind eigentlich auch nur frittierte Mahnen. Das ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes. Und übrigens, ich weiß, wie die schmecken. Ich habe das schon mal gegessen. Und die meisten sagen jetzt wahrscheinlich, bah, pfui Teufel. Aber man muss einfach sagen, wenn etwas frittiert wurde und das vorher mal so aussah wie das hier. Nee, das ist nur eine halbe. Das
das kocht alles auf. Also alles, was da mal weich war, wird dann einfach nur noch al dente und bissfest. Man sieht aber, wie ölig das Ganze ist. Guten Hunger. Das ist einfach nur trockener Chitinpanzer, würde ich jetzt fast sagen. Also das ist einfach nur frittiert, trocken. Da ist nichts mehr Weiches dran. Man könnte auch Holzstreifen essen. Ist vielleicht nur noch hier halt ein bisschen ölig. Manchmal knackt da noch was. Was es ist, weiß ich aber nicht. Will man vielleicht auch gar nicht wissen. Aber ja, wie man sieht, ist da im Prinzip nur noch ja, frittiertes über. Also das ist halt ist so, wie wenn man Heuschrecken frittiert, sich bestellt. Die schmecken auch nicht groß anders. Die haben keinen eigenen Geschmack. Aber mir gefällt es, muss ich dazu sagen. Mmm, delicious. Ist halt einfach trocken, ein bisschen ölig und das war's. Also anders kann man das nicht mehr beschreiben. So, noch schnell die Frühstücksmatte ausgelegt. Hätten wir mal vorher machen sollen. Und jetzt, man sieht, es kocht immer noch. Sieht man das? Ja, sieht man da. Kommt das raus. Jetzt gucken wir mal, dass wir es hier noch irgendwie unfallfrei aufkriegen. Und da steht das Wasser drin. Es riecht auch schon Hotpot, auf jeden Fall, aber halt eben die scharfe Variante. So, wie gesagt, ich weiß es natürlich auch nicht, was ist. Da waren Pilze drin, das könnte Bambus sein. Ich glaube, das ist tatsächlich Bambus. Jetzt mal hier den Stick hier so ein bisschen hinkriegen. Da haben wir noch ein bisschen Pilz dran. Ich nehme an, es wird Bambus sein, von der Struktur her auch. Bambus hat jetzt aber nicht so einen riesen Eigengeschmack. Und vor allen Dingen nicht, wenn man die rote Suppe sieht oder die rote Soße sieht. Auch hier schon verteilt. Das ist richtig scharf. Dann haben wir hier noch so ein Stück Pilz. Schmeckt jetzt natürlich auch irgendwie nur scharf. Dann ist das hier, glaube ich, eine von den Nudeln. Also, das ist so ölig und so scharf, das trifft meinen Geschmack jetzt gar nicht. Erinnert mich wirklich jetzt an die letzte Reise in China. Da gab es auch Hot Pot und die Jungs und Männers haben es dann halt umgetauft in Hot Pot, weil, naja, man isst es halt quasi zweimal. Aber mir ist das zu ölig. Also ich hätte jetzt vielleicht auch nicht alles Öl reinmachen sollen, keine Ahnung. Das ist schwierig abzuschätzen vorher. Es ist sehr, sehr scharf für meine Begriffe, aber trotzdem ist es irgendwie auch geil. Also vor allen Dingen ist es halt auch einfach fertig. Man braucht nur Wasser, packt halt unten dann dieses Heizpad rein und lässt es einfach vor sich hinkochen. Und dann 10 Minuten später kannst du eine warme Mahlzeit zu dir nehmen. Ihr wollt aber nicht wissen, was so eine Kiste gekostet hat als Import plus Versandkosten. Da wirst du arm bei. Das dürfte Kartoffel sein. Könnte auch irgendwas anderes sein, weil durch dieses Ölige, ich schmecke jetzt wirklich nicht mehr viel. Im Original Hotpot kommt ja nicht nur Gemüse rein, was jetzt hier in dem Fall so der Fall ist, sondern da packt man ja auch Schweinefleisch rein, Rindfleisch, Frosch zum Beispiel, den gab es da auch. Und dann gibt es halt eben einmal diesen scharfen Hotpot-Bereich, kann man sich so bestellen, oder halt eben der so ein bisschen neutraler ist, der halt im Prinzip nur so ein, ich glaube, so richtig viel Eigengeschmack hatte der auch nicht. Aber das Wasser, was sie da zum Reinkippen genommen haben, sah immer so ein bisschen milchig aus. Das heißt, es wird kein normales Leitungswasser gewesen sein, sondern schon irgendwie mit ein bisschen Geschmack. Ja, und dann kommt da halt eben Gemüse, Fleisch, alles rein. Das wird halt eben gegart und man sitzt da halt so einen halben Abend lang und genießt das halt eigentlich und dann isst man das. Aber wie gesagt, mit der Schärfe, die ich jetzt hier vorliegen habe, kann ich jetzt noch nicht wirklich leben. Aber irgendwie muss man trotzdem reinbeißen. Aber ich find die Idee dahinter finde ich extrem geil gerade. Also wirklich einfach aufmachen, Wasser rein und dann kochen lassen. Sehr geil. Nochmal ein Stück Bambus hier. Und was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist, es liegt noch hier. Ich habe noch nicht mal, also ich nehme an, das wird das Chili-Pulver sein. Man sieht es ja eigentlich auch an der Färbung und so weiter und an den Kernen.
Das wird jetzt nochmal ein Chili-Pulver obendrauf sein. Und ich finde es jetzt schon sehr würzig. Das ist, ich glaube, da kann man sich so die Gesichtsnerven mit wegätzen oder so. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es hat was. Das hier auch nochmal kurz. Man merkt, dass es gewachsen ist. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was es sein soll. Alter Schwede, wer das Ding aufisst, der hat echt keine Geschmacksnerven oder ist da ein bisschen resistenter als ich. Ja, wie gesagt, das ist der vegetarische Anteil. Man kann, wie gesagt, auch das Ganze bestimmt mit Fleisch kaufen. Wie das jetzt in der Packung aussieht, die wir jetzt hier noch haben. Die ist rot und die andere ist noch grün. Oben der Streifen drauf. Das werden wir einfach beim nächsten Mal rausfinden. Und in dem Sinne werde ich mich jetzt einfach verabschieden, noch ein bisschen schnabulieren und mich auf den Rest noch stürzen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und gehabt euch wohl, lasst es euch schmecken. Bis dann, euer Ronny. Ciao.